Hallo und willkommen zurück, meine lieben Planet Coaster Freunde, zur heutigen Samstagsepisode von Planet Coaster Decoded. So, welcome back, my Planet Coaster Friends, to today's episode of Planet Coaster Decoded, where we want to take a look at the ride sequencer, wo wir uns den Fahrtsequencer mal angucken werden. Und natürlich den Effekt auf die Leute. And of course of the effect to the people. So we have here two totally same rides. We have them placed now. They are originally not in the park. So they are not the same thing in the park somewhere else. They are only on this position and they are both placed on the same time and they are both placed new. Also, wir haben hier zwei identische Fahrten. Wir haben beide zur gleichen Zeit platziert und sie sind beide neu. Und es gibt natürlich auch kein drittes im Park mit der identischen Funktion. So, also was wir jetzt hier machen, wir schauen uns mal die Fahrtsequenz an. So, what we do it with the first one, we take a look at the road on the drive sequencer. So, we have here a loop, fast loop up. So, wir haben hier drei Sequenzen. Looping, und schneller Looping hoch. So, man kann noch weitere Animationen hinzufügen. Ja, und kann einfach nochmal eine Sequenz wiederholen. Zum Beispiel kann ich sagen, so, und zum Abschluss nochmal ein Loop. So, what we can do here is, we can put new animations to the ride. For example, in this case, we do it again, the loop sequence at the end. We can delete them here. Ihr könnt die natürlich auch hier löschen. Und das zeigen wir euch an der Nummer 2. So we want that one will have a lower rating. So that's point is of course the one with the most action. Das ist natürlich das Ding hier mit dem meisten Action. Ja, so, und das schmeißen wir jetzt einfach mal raus. So, und jetzt machen wir mal an beiden eine Testfahrt. So. Wir fahren mal mit den linken mit. We will ride with the left one. Yes, a longer ride. It's an old ride. It's really done with that it's looking old. Es ist ein altes Fahrgerät. Und man sieht dem es auch an. Es ist ein bisschen auf alt gemacht, was ich ganz witzig finde. Also der Lack ist so ein bisschen verbraucht. Die Flugzeuge sehen so ein bisschen gedellt aus. Es klingt auch nicht mehr ganz sauber, das Gerät. The metal is a little bit wasted. The plane is not perfect anymore, and it's not really sounding as good as it is in the original. It was new, so it's good made in the programming. But the sequence is, I believe, the same than on another ride. So they only changed it a little bit and gave it a new surface. Also sonst ist der Ablauf eigentlich dasselbe wie bei einem anderen Fahrt. Sie gaben dem Ganzen nur eine andere Oberfläche, einen anderen Look. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich das gleiche Fahrgerät. Wobei ich finde, das klingt echt creepy, ne? Dass das so zittert hier. Ne? Ich glaube, I think it's really a little bit creepy if you ride with this sound, I must say. It's like it's bursting apart in a few seconds. It is well an action ride, so is this schon. Oh, was ist das? Was ist jetzt passiert? Ah, super. Es ist abgestürzt.
Hallo, also da bin ich wieder. Grüße an Vergangenheits-Ronny in dem Sinne im Übrigen. Also wie ihr seht, inzwischen ist die Wertung gelaufen und wir schauen uns die mal genauer jetzt an. Greetings to past Ronny in that moment, by the way. So Planet Coaster's running again and yeah, the test track is done and we take a look at it. So. Number one is the one with the more movement, let's say it that way. 3.28. Let's go to the other one with lesser movement. 3.15. It's not much, yeah, but it is a difference. 2.3. 2.45. 2.23. 2.17. So as you can see, it's really making a difference. So let's change it a little bit more. I want to have a bigger difference. So speed it up. Speed it up. Yeah, but you have speed. It's speed. Oh, Geld wird weniger. So such a test run can last a little bit. So maybe it's good that it's, yeah, it went off, not again, okay. No, it's only saving. War vielleicht ganz gut, wie man sieht, so ein Testlauf, der dauert schon ein bisschen, war vielleicht ganz gut, dass es eben halb abgestürzt ist. Das hätte ihr ziemlich warten müssen. Oh, der rechte ist fertig. Der linke auch. Right one is ready, left one too. So now we have 3.55, 2.94, 1.96, 2.90, 2.46, 2.02. So now we have totally different rating. And as you can see, we have deleted one sequence and switched the fast loop sequence to normal loop sequence. Oh, but it's still on high paced. So, and here we did fast loop high. So really only the action sequence. Also wie ihr sehen könnt, hier haben wir nur die action Sequenzen und hier haben wir jetzt nur die langsamen Sequenzen, das heißt nur Loop. Und aus dem vorher schnellen Loop haben wir auch Loop gemacht. Das heißt, die Fahrt ist kürzer rechts. Und ja, sie ist eben halb ja, weniger actionlastig. So, jetzt machen wir mal das Folgende. Jetzt öffnen wir mal beide Rides. So, mal gucken, was passiert. Wir drehen extra mal die Kamera um. Also ich glaube, das Bild sagt jetzt schon mehr als 1000 Worte. So I think you already see what's happening. On the right, you have a lot of people going in. Yeah. On the left, only a handful of people. So on.
Ah, let's wait. I think it will start. The right one will start. Oh, it's starting already. Oh, the left one too, because the waiting time is over. So, but don't wait too much longer. We will go in a fast pace again. On the left side, we cannot see the length of the queue. An der linken Seite kann man die Länge des Queues nicht so gut sehen. Aber wie ihr seht, da stehen nicht so viele Leute. Auf der rechten Seite ist der Queue jetzt schon halb voll. Ich würde sagen, die Queue-Länge ist wahrscheinlich ungefähr gleich. Die erste Fahrt ist vorbei, links füllt wieder. Dauert natürlich links nicht so lange, weil links ja weniger Leute drauf waren und rechts füllt auch. Die rechte Queue-Line ist fast voll, während die linke... Ja, mal gucken. Manchmal die Kamera. Tu, was ich will. Ja, also die linke ist auch so einigermaßen. Na, aber längst nicht so voll wie die rechte. As you can see, the right one is already full now. The left one is, for to say, half. The filling and the emptying of the right goes, of course, on the left one now faster by first time, because it was not totally filled. The right one was totally filled. Okay, let's see. And of course, the right one has the longest sequence. Do you see it now? So it's filling again. Right to the right one. It's filled again. And then we go again in the statics. So the right one has 45. The left one, 39. 70 minutes, 32 minutes, 33 minutes. For to say, the double of passengers in the moment. So we here have already a profit of 200, and here we have a loss of 600. So as you can see, the sequencer is a very much important. Yeah, tool. Prestige. 3.5. Only 2. Oh, that's surprising, huh? That's surprising, you say. Okay, that's true. Okay, as I believe you cannot take a look at the statistic. I think... I don't know if we have more information here. Let's try... but I don't know. I don't think so. No, we don't have more information here. What do you hear? 3 times the profit. So, the people say, oh, shit, we have here. The red rating, we don't like it. We have here the orange rating, we like it a lot. So let's change the whole thing again. So let's change the sequence. Same links, here only the fast loops. Okay, let's do the test drive and speed up again. I don't know if it's enough if we change that.
we will close that one. Everything is fast now. Sorry for that. 20 after 2. 20 nach 2. So, mal gucken, ob das gereicht hat. 3,58. Nicht wirklich. Was ist denn hier? Was können wir denn hier noch machen? Kann noch mehr Animationen hinzufügen. Mal gucken, ob das hilft. Schmeißen wir hier dann auch mal eine Fahrt raus. Warum machen wir das? Ich glaube, jetzt ist der Unterschied da. I think now we have a difference. Let's wait on the right one. Yeah, I think it's good enough for difference. 3.58. 3.43. I don't quite understand that, because the high loop is so long, I think. 2.96, 2.89, 2.71, 2.51. So, we have lower illness, but more action than that one. Is that right? Yeah. So, let's open up again and see what's happening. How much important is the illness at the rating? Because we have lower illness here, better ratings here. Is that right? No, lower illness? Yeah. No. Oh, sorry. I didn't see it. I see it wrong. So, rating and illness is better on the right one. What for to say they're similar? Let's see what's happening. Also wie man sieht, sie sind sehr ähnlich. Wir haben hier, ist eigentlich die Übelkeitswertung ist bei dem rechten niedriger, während die Actionwertung bei dem rechten höher ist, was ja richtig ist. Also die Übelkeitswertung muss ja so niedrig wie möglich sein, während Action, ne? Also insgesamt von den Wertungen her ist der rechte eigentlich besser, weil die Übelkeit ja niedriger ist. Aber, wie ihr seht, trotzdem
Na, obwohl die Übelkeitsrating bei dem Rechten niedriger ist und der Fun-Faktor und der Thrill-Faktor höher ist. Na, ist das richtig? Ja. Gehen die Leute auf den Linken. Total unlogisch. Warum? Weil auch hier wieder ein kleiner Programmierfehler besteht. Ja. Planet Coaster, solange diese Wertung grün ist, summiert diese Wertungen. Ja, was ja verkehrt ist, weil eigentlich umso niedriger die Übelkeit, umso besser wäre es da eigentlich. Aber nicht bei Planet Coaster. So, as you can see, Planet Coaster has here again a little faulty. It takes the sum of the ratings. Yeah, and therefore this one gets more traffic than that one. Even that one is better from a logical perspective, because the illness rating must be as low as possible. So, for you as a tip, as long as the illness rating is green, yeah, do it as high as possible. It has no negative effect. So that was it over the ratings and the drive sequence. I hope you can see what you can do with it. You can really make from lower ride an action ride, and from the action ride a more lower ride, so that there are more people go on to it. Also wie ihr sehen könnt, ihr könnt von einer Actionfahrt eine eher langsame Fahrt machen. Und ihr könnt umgekehrt aus einer langsamen Fahrt auch eine Actionfahrt machen mit Hilfe des Fahrtsequenzers. Und ihr versteht jetzt auch vielleicht ein bisschen besser die Wertung. Okay, das war's von mir an dieser Stelle. That was it from me on that moment. We see us again tomorrow. Wir werden uns morgen dann wieder sehen. Und dann schauen wir uns das dritte Thema an, bei der ganzen Frage, nämlich wie bekomme ich das Publikum zu meinem Ride. So, tomorrow we will take a look at the third point, which I told you in the Friday part last week. How I get the people to a ride and why is some ride positions not so good as others. Und warum sind natürlich andere Positionen eines Rides nicht so gut wie andere. Also, schaltet morgen wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dann. So, let's see us together more tomorrow. See you. Bye.